Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie heute erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes begrüßen. Vor tausenden von Jahren fand im alten Israel und im alten Juda ein interessantes Ereignis statt. Ein Ereignis, das auch für uns heute noch von grundlegender Bedeutung ist. Ich möchte kurz auf dieses Ereignis eingehen und dann auch auf die Bedeutung für uns heute. Im Buch Nehemia im Alten Testament lesen wir im 8. Kapitel, angefangen in Vers 1, folgende Beschreibung. Nehemia Kapitel 8, angefangen in Vers 1, da heißt es: Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats. Vers 3. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und jetzt lesen wir weiter, angefangen in Vers 7. Und die Leviten, und hier werden jetzt einige Leviten genannt, die unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Vers 9. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vers 11. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Dreimal haben wir bereits gelesen, dass dieser Tag, an dem sich das Volk versammelte, Gott heilig ist. Vers 12. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Dieser Tag, von dem hier die Rede ist, wird auch der Posaunentag genannt oder das Posaunenfest. Und man findet Beziehungen zu diesem Tag durch die ganze Bibel hindurch. Zum Beispiel lesen wir einmal im 4. Buch Mose, Kapitel 29 und Vers 1. 4. Buch Mose, Kapitel 29 und in Vers 1. Und da heißt es: Und am ersten Tage des 7. Monats, also dieser Tag, von dem wir hier sprechen, war der erste Tag des 7. Monats gemäß dem hebräischen Kalender. Also an diesem ersten Tag des 7. Monats soll heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun. Ein Tag des Posaunenblasens soll er für euch sein. Hier wird er ein Tag des Posaunenblasens genannt, im Hebräischen Yom Teruah. Mit anderen Worten, ein Tag des Blasens oder des Ausrufens. Eine weitere Stelle finden wir in 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23 und in Vers 24. Auch hier heißt es: Sage zu den Israeliten: Am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr Ruhetag halten, oder im Hebräischen heißt es hier Sabbat, sollt ihr einen Sabbat halten, aber hier ist ein jährlicher Sabbat gemeint, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Also hier wird der Tag ein Ruhetag genannt, wörtlich wie ich sagte, ein Tag der Sabbatruhe, und sodann wird er auch als eine heilige Versammlung bezeichnet. Und schließlich sollte der Tag zum Gedächtnis mit Posaunenblasen gehalten werden. Mit anderen Worten, er sollte ein Yom Teruah sein, ein Tag des Blasens oder Ausrufens. Dieses Wort kann man auch in der deutschen Sprache wie folgt beschreiben: Ein Alarm, ein Signal, ein Ausruf, ein Schrei, ein Schall des Krieges oder auch der Freude. Man könnte sagen, Teruah beschreibt einen Schall, der einen aufweckt, der einem durch Mark und Bein geht.
In alttestamentlichen Zeiten bliesen Aaron und seine Nachkommen wirklich an diesem Tag Posaunen. Doch natürlich wurde nicht nur an diesem Tag Posaunen geblasen, aber heute ist Christus unser Hohepriester, wie das aus dem Neuen Testament hervorgeht. Und Christus hat für das Priesteramt Aarons und alle seine Rituale für uns ersetzt. Das ist der Grund, warum wir heute in Gottes Kirche keine buchstäblichen Posaunen mehr blasen. Aber wie wir noch sehen werden, bläst Gottes Kirche heute Posaunen. Allerdings in geistlicher Weise. Schauen wir uns zunächst einmal an, was für Posaunen am Posaunenfest geblasen wurden und heute noch in der jüdischen Gemeinschaft geblasen werden. Es gab nämlich zwei Arten von Blasinstrumenten, nämlich silberne Trompeten und dann die Posaunen, von der hier die Rede ist. Mit anderen Worten, die bestanden aus einem Widderhorn oder wurden aus einem Widderhorn hergestellt. Sie werden Schofar genannt. Nun, silberne Trompeten werden auch in der Bibel erwähnt. Die wurden an diesem Tag auch geblasen, aber die wurden auch an jedem anderen Festtag geblasen. Aber wie ich sagte, zu diesem Tag wurden auch diese Schofars geblasen, diese Posaunen. Und das ist interessant, wie wir jetzt sehen werden, denn Schofars konnten nur, im Gegensatz zu diesen silbernen Trompeten, einen Klang erzeugen. Und dieser Klang war laut, der war ohrenzerreißend. Und wenn Sie heute einmal gehört haben, wenn jemand eine Schofar bläst, dann verstehen Sie, was ich damit meine. Und dieses Blasen wird mit Lärm oder Schall oder Ruf in der Bibel wiedergegeben. Und das beschreibt natürlich die Bedeutung des Wortes Teruah. Wir sehen also, dass hier auf das Posaunenfest Bezug genommen wird, dass also die Posaunen, die am Posaunenfest geblasen wurden, hauptsächlich auf die Schofars hinweisen, jene aus Widderhörnern hergestellten Blasinstrumente, die einen Schall erzeugten, der einem durch Mark und Bein geht, der einen aufweckt. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ein Widder, also ein männliches Schaf, in der Bibel symbolisiert. Und es gibt natürlich viele Stellen, die ich hier anführen könnte, aber ich möchte hier auf 1. Mose Kapitel 22 eingehen. Die berühmte Stelle in 1. Mose Kapitel 22, wo Gott dem Abraham befahl, seinen Sohn Isaak zu töten. Aber natürlich war dies nur ein Test, Gott hatte dies nicht wirklich vorgehabt. Und nun lesen wir in Vers 7, auf 1. Mose Kapitel 22, in Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und dann lesen wir in Vers 13, als Abraham wirklich bereit war, seinen eigenen Sohn zu töten, aber wie gesagt, dies war nur ein Test, da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt, denn Gott hatte ihm jetzt gerade geboten, keine Hand an seinen Sohn zu legen. Dies bezieht sich natürlich alles auf Jesus Christus, der später kam, um für die Menschheit als Opfer, als das sprichwörtliche Lamm, zu sterben. Nun schauen wir uns auch einmal eine weitere Stelle in 3. Mose Kapitel 5 an. 3. Mose Kapitel 5, angefangen in Vers 15. Es geht hier um alttestamentliche Rituale, die heute für uns nicht mehr gültig sind, aber die durchaus eine symbolische Bedeutung haben. In 3. Mose 5, angefangen in Vers 15. Wenn jemand sich vergreift und aus Versehen sich versündigt an dem, was dem Herrn geweiht ist, so soll er für seine Schuld dem Herrn einen Widder ohne Fehler von der Herde bringen, nach deiner Schätzung 2 Silberstücke wert, nach dem Gewicht des Heiligtums, als Schuldopfer. Dazu soll er, wie was er gesündigt hat, einem Geweihten erstatten und den fünften Teil hinzufügen und es dem Priester geben. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen mit dem Widder des Schuldopfers, so wird ihm vergeben. Vers 17, und wenn jemand sündigt und handelt gegen irgendein Gebot des Herrn, was er nicht tun sollte und hat es nicht gewusst und versündigt sich und lädt seine Schuld auf sich, so soll er zum Priester einen Widder bringen. Von der Herde ohne Fehler, nach deiner Schätzung als Schuldopfer, der soll die Sühnung für ihn vollziehen, für das, was er
versehen hat, ohne dass er es wusste, so wird es ihm vergeben. Und das ist ein Schuldopfer. Verschuldet hat er sich an dem Herrn. Also auch hier sehen wir wieder, dass das Opfern eines Widders Bedeutung hatte für die Vergebung von Sünde. Auch in 4. Mose, Kapitel 5. In 4. Mose, Kapitel 5 und in Vers 8. Ist aber niemand da, dem man es erstatten kann, so soll man es dem Herrn geben für den Priester, zusammen mit dem Widder der Versöhnung, mit dem der Priester für ihn die Sühnung vollzieht. Also auch hier geht es wieder darum, dass man einen Widder opfern sollte, um Versöhnung zu erhalten mit Gott. Wir sehen also, dass das Posaunenfest auf das Opfer Christi zurückgreift, der ja das Lamm war, oder der Widder, wie man es sagen könnte, der für uns starb. Christus wird ja in vielen Stellen in der Bibel, sogar noch im Buch der Offenbarung, als das Lamm bezeichnet. Selbst sogar dann noch, wenn er zur Erde zurückkehrt. Und schauen Sie, wäre Christus nicht als das Lamm Gottes gekommen, das unsere Sünden wegtrug, dann könnte er nicht als Herrscher zurückkommen, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Wir sehen also, dass das Blasen des aus Widderhörnern hergestellten Posaunen an Christus erinnert, an das männliche Schaf oder den Widder, der für uns starb. Nun gibt es auch eine gewisse Symbolik, die sich auf die Hörner des Widders bezieht, durch die am Posaunenfest ja geblasen wurde. Viele Stellen machen deutlich, dass das Horn die Tatsache symbolisiert, dass Christus zurückkommen wird, um über die Erde zu herrschen. Denn Widderhörner symbolisieren Herrschaft oder Macht oder Königtum. Schauen wir uns dies kurz in den Psalmen an, in Psalm 89. Psalm 89 und in Vers 18. Psalm 89 und Vers 18. Da heißt es hier in der Lutherbibel: Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke, und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Im Hebräischen heißt es hier: Durch deine Gnade wirst du unser Horn erhöhen. Es bezieht sich hier auf das Horn unserer Herrschaft, auch in Vers 25. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen. Auch hier heißt es im Hebräischen: Sein Horn soll erhöht sein in ihrem Namen oder in meinem Namen. Und die Menge-Bibel hat dies auch so übersetzt. Sie übersetzen hier Horn anstelle von Haupt. Doch die Widderhörner erinnern uns auch daran, dass wir an der Herrschaft Christi teilhaben werden. In Psalm 148, in Psalm 148 lesen wir Vers 14. Es heißt, dass er, Gott, erhöht die Macht seines Volkes. Aber auch hier heißt es im Hebräischen, das Horn seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel, das Volk ist im Dienst. Es geht also hier darum, dass wir mit Christus herrschen werden, wie wir das ja auch in der Offenbarung lesen. Die Widderhörner bezogen sich aber nicht nur symbolisch gesehen auf Herrschaft, sie bezogen sich auch auf das Heil, das von Gott kommen muss, das uns aus Gnade gegeben wird. In Lukas Kapitel 1 und Vers 69 finden wir hierzu eine interessante Stelle. Lukas Kapitel 1 und in Vers 69. Angefangen in Vers 68 lesen wir hier den Lobgesang des Zacharias, der, wie es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Der Weissagte, der sprach, Vers 68, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Aber hier heißt es auch im Griechischen, er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. Und so hat es auch die Menge Bibel übersetzt. Und so dann symbolisieren Widderhörner auch Gottes Schutz für uns. Dies ist auch ein weiterer besonderer Aspekt
der Bedeutung eines Widderhorns. In 1. Könige Kapitel 1, 1. Könige Kapitel 1, lesen wir angefangen in Vers 51. Ersten Könige 1 und angefangen in Vers 51. Es wurde Salomo angesagt, siehe, Adonai fürchte den König Salomo und siehe, er fasst die Hörner des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht töten wird mit dem Schwert. Und Salomo sprach, wird er redlich sein, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen, wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar holen. Und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Und Salomo sprach zu ihm, geh in dein Haus. Also dieser Adonai ist an den Altar gegangen, hat dort die Hörner umfasst, um Schutz erhalten zu können. Und er hat ihn auch da hier bekommen. Später allerdings hat sich dann die Situation geändert. Was das zeigt, ist, dass auch wir heute Gottes Schutz, Gottes Hilfe erhalten können, wenn wir im Gebet kühn und mutig vor Gottes Gnadenthron treten. Wir lesen dies in Hebräer Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4 und in Vers 16. Hebräer Kapitel 4 und Vers 16. Da heißt es, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Aber was ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Gnadenthron und dem Altar und den Hörnern des Altars? Nun, wir wissen, dass im Himmel geistige Dinge sich befinden, ein geistiger Thron, und vor diesem geistigen Thron steht ein geistiger goldener Altar. Lesen wir dies in Offenbarung 8. Denn wir verstehen ja, als Mose von Gott den Auftrag erhielt, hier auf Erden die Stiftshütte zu bauen, da sagte Gott, es soll dies so gebaut werden, nach dem Vorbild, wie er im Himmel zu finden ist. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 8 und Vers 3, ein anderer Engel kam und trat an den Altar, schauen Sie, an den Altar, und er hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen, auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und dieser goldene Altar hat natürlich Hörner, wie ja auch der physische Altar dann Hörner hatte. Dies ist symbolisch für uns heute. Und so sehen wir also auch heute, dass diese Dinge, die im Alten Testament physisch bestanden haben, eine symbolische Bedeutung für uns heute haben. Und so hat auch die Kirche Gottes heute den Auftrag, Posaunen zu blasen. Aber wie ich sagte, geistliche Posaunen. Das ist unsere Arbeitsbeschreibung, wenn man dies so sagen will. Und wir wollen uns jetzt einige Stellen anschauen, die dann uns zeigen, was diese Botschaft unserer geistlichen Posaunen heute zu beinhalten hat. Und kurz zusammengefasst sagen die Stellen Folgendes. Leben in Sünde führt zum Untergang. Seid gewarnt. Wendet euch von eurer Sünde ab. Man könnte sagen, bereut. Schauen wir uns im Buch Amos zunächst einmal in Kapitel 3 an. Was mit dem Blasen dieser Schofars, dieser Widderhörner, verbunden war. Amos Kapitel 3. Angefangen in Vers 6. Wir sehen also, dass das Posaunenfest heute nach wie vor Bedeutung für uns hat. Amos Kapitel 3, angefangen in Vers 6. Da heißt es, bläst man etwa die Posaune, und hier wird das Wort Schofar gebraucht, in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Also hier sehen wir deutlich, dass das Posaunenblasen mit einer Ankündigung von Unheil zu tun hat, das von Gott kommen wird, als Bestrafung für Sünde. Jesaja Kapitel 58.
Jesaja Kapitel 58 und Vers 1. Da wird gesagt: Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, Schofar im Hebräischen, und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Dann im Buch Hesekiel, Hesekiel Kapitel 33, angefangen in Vers 1. Hesekiel Kapitel 33 und angefangen in Vers 1. Und das Herrenwort geschah zu mir, Vers 2, du Menschenkind, rede zu den Söhnen deines Volkes und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter. Und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, Schofar im Hebräischen. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört, und er hat sich dennoch nicht warnen lassen, darum wird sein Blut auf ihn kommen, wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst, und sein Volk nicht warnt, und das Schwert kommt und nimmt einen von diesen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen sterben oder weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Und nun du, Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinen Wegen zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will von seinen Wegen nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und nun in Vers 12. Und du, Menschenkind, sprich zu deinem Volk. Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen, dass er gerecht gewesen ist. Und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll es ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt. Schauen Sie, es geht hier um Warnung. Um die Warnung, dass wir uns von unseren Sünden bekehren sollen, dass wir einen anderen Weg einschlagen sollen. Wir haben diese Warnung als Gottes Kirche zu verkünden. Wenn wir es nicht tun, werden wir als verantwortlich dafür gehalten, unsere Aufgabe nicht erfüllt zu haben. Wenn wir es aber tun, und viele werden natürlich unseren Auftrag, unsere Verkündigung ablehnen, darüber spotten, dann haben wir gleichwohl unseren Auftrag erfüllt und unser eigenes Leben erhalten. Es geht also darum, den Menschen ihre Sünden vor Augen zu führen und sie hoffentlich dazu zu bringen, von ihren Sünden abzulassen. Und es wird hier mit dem Blasen von Posaunen verglichen. Schauen wir uns auch Jeremia Kapitel 4 an. Jeremia Kapitel 4, angefangen in Vers 5. Jeremia Kapitel 4 und angefangen in Vers 5. Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht, blast die Posaune im Lande. Ruft mit voller Stimme und sprecht, sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion ein Fluchtzeichen auf, flieht und säumet nicht, denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht, und der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Schauen Sie, das ist eine Prophezeiung für unsere Zeit heute. Und dieser König des Nordens, der hier beschrieben wird, der wird auch im Buch Daniel beschrieben. Der Verderber der Völker. Und dies wird eine schreckliche Zeit sein, die noch kommen wird. Vers 8. Darum zieht den Sack an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn, der Tag des Zornes des Herrn, eine Zeitspanne von vielleicht einem Jahr, die noch kommen wird, will sich nicht von uns wenden. Vers 9. Zu der Zeit, spricht der Herr, wird dem König und den Fürsten der Mut entfallen. Die Priester werden bestürzt und die Propheten erschrocken sein. Vers 14. Im gleichen Kapitel. So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde.
Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? Komm, oder horch, es kommt ein Geschrei von Dan her und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. Saget an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Christus hat gesagt, wenn ihr das bemerken werdet, dass Armeen kommen werden, um Jerusalem zu belagern, dann wisst, dass die Zeit meiner Wiederkunft nahe herbeigekommen ist. Sie wenden sich um Jerusalem her oder werden sich um Jerusalem her lagern, wie die Wächter auf dem Felde, denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Lesen wir Vers 18. Das hast du zum Lohn für deinen Wandel und dein Tun. Das kommt von deiner Bosheit, dass es so bitter um dich steht und dir bis ans Herz drängt. Wie ist mir so weh, mein Herz pocht mir im Leibe und ich habe keine Ruhe, denn ich höre der Posaune Hall, den Lärm der Feldschlacht. Niederlage auf Niederlage wird gemeldet, denn das ganze Land wird verheert. Plötzlich sind meine Hütten und meine Zelte zerstört. Vers 21, wie lange soll ich noch das Fluchtzeichen sehen und der Posaune Hall hören? Aber mein Volk ist toll und glaubt mir nicht. Und das ist heute genauso wahr, wie es damals zur Zeit von Jeremia der Fall war. Töricht sind sie und achten es nicht. Weise sind sie genug, Übles zu tun, aber Recht tun wollen sie nicht lernen. Viele Warnungen sind in der Bibel enthalten, die mit der Posaune oder den Posaunenblasen in Beziehung stehen für unsere Zeit heute. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 6 an und Vers 1. Jeremia Kapitel 6 und Vers 1. Flieht, ihr Leute von Benjamin, aus Jerusalem. Christus sagte, wenn ihr Jerusalem von Armeen belagert seht, dann seht zu, dass er aus der Stadt herauskommt. Und blast die Posaune in Tekoa und richtet ein Flugzeichen oder Fluchtzeichen auf über Bet-Kerem. Denn es droht von Norden, wiederum wird hier auf den König des Nordens angespielt, es droht von Norden Unheil und großer Jammer. Und dann auch in Vers 17, wo es heißt, auch habe ich Wächter über euch gesetzt, achtet auf den Hall der Posaune. Diese Posaunenbotschaft, die heute verkündigt wird, aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Und die meisten Menschen heute achten nicht auf die Botschaft, die verkündigt wird, um sie vor dem Unheil zu warnen, das auf dieser Erde hereinbrechen wird. Jeremia Kapitel 51. Denn schauen Sie, die Warnung geht nicht nur an Israel und Juda. Die Warnung ist an alle Völker gerichtet. Denn über die ganze Erde wird Unheil hereinbrechen. Christus sagte, es wird so schlimm sein, dass wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, kein Mensch würde am Leben bleiben. Jeremia Kapitel 51, angefangen Vers 27. Richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern. Heiligt die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel. Hier wird jetzt der Untergang Babylons geschildert. Ruft wieder sie, die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringet Rosse herauf, zahlreich wie Heuschrecken. Heiliget oder sondert euch, sondert aus. Heiliget die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien samt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft. Hier sehen wir auch, wen Gott benutzen wird, um das moderne Babylon, dieses babylonische System zu zerstören. Könige aus Medien, die heute in Russland zum Beispiel noch leben. Und das heißt hier weiter in Vers 29, dass das Land erbebt und erzittert, denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden, wieder Babel, dass er das Land Babel zur Wüste mache, in der niemand wohnt. Schauen wir uns auch eine weitere Stelle in Hosea an. Hosea Kapitel 8. Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Auch hier heißt es, stoßt laut in die Posaune. Es kommt über das Haus des Herrn. Nun, das kann sich auf Israel und Juda beziehen. Es kann sich aber auch auf Gottes Kirche beziehen. Auf Menschen in der Kirche, die sich nicht an die Warnungen Gottes halten. Die möglicherweise sich weigern, die Warnungen Gottes zu verkünden. Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen meine Gebote auflehnen. Die sagen, wir brauchen heute das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Das ist alles abgeschafft. Christus kam, das Gesetz für uns zu erfüllen. So brauchen wir es heute nicht mehr zu erfüllen. Gott sagt, diese Menschen müssen auch gewarnt werden, denn es wird über sie kommen wie ein Adler. Und wenn Sie daran denken, welches Land
als Symbol einen Adler hat, dann können Sie sich auch denken, wer möglicherweise der König des Nordens sein wird. Im Buch Joel lesen wir Kapitel 2. Joel Kapitel 2. Angefangen in Vers 1. Blas die Posaune zu Zion. Und Zion ist auch oft symbolisch zu sehen als eine Beschreibung der Kirche, der wahren Kirche. Blas die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Er zittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt. Schauen Sie, und das ist wiederum eine Bezeichnung auf eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr, die vor der Wiederkunft Christi beginnt. Die Zeitspanne des Zornes Gottes, der über diese Welt hereinbrechen wird. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und in fort nicht sein wird, auf ewigen Zeiten, für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden und nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie springen daher über die Höhen der Berge wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Eine moderne Kriegsmacht wird hier in symbolischer Weise beschrieben. Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden und die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran und weicht von seiner Richtung nicht. Keiner wird den anderen drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Wege daher. Eine sehr gut organisierte Armee. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern erstürmen und in die Häuser steigen sie ein. Wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vers 10. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn Gott wird dieses Heer gebrauchen, um das Volk zu bestrafen, das seine Gebote missachtet. Denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Aber hier kommt die Warnung der Posaune. Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es gereut ihn bald der Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und ihr einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott, jetzt in symbolischer Weise gesehen. Vers 15. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester, die Diener Gottes, des Herrn Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sich spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Schauen Sie, was für eine Warnung hier beschrieben steht. Eine Warnung auch an Prediger der Kirche Gottes, die sich weigern, den Auftrag zu erfüllen, der zum Beispiel im Buch Hesekiel beschrieben wurde, Gottlose zu warnen. Und das Unheil wird dann auch über sie hereinbrechen, die dies nicht tun wollen, aus was für Gründen auch immer. Sehen wir uns nun auch kurz noch an, für welche Zwecke diese Posaunen, diese Shofars geblasen wurden und wie sie auch noch in der Zukunft geistlich gesehen und sogar auch buchstäblich gesehen, wie wir jetzt bemerken werden, geblasen werden. Und dies zeigt uns dann auch, was wir, die Kirche Gottes, als Teil unserer Botschaft der Welt als geistliche Posaunen verkündigen müssen. Posaunen oder Shofars wurden zur Zeit großer Freude geblasen, um dazu tun, dass Gott unter dem Volk weilte. Und wenn Christus zurückkommt, wird er natürlich unter seinem Volk weilen. Schauen wir uns Psalm 89 an. Psalm 89, angefangen in Vers Psalm 98 und angefangen in Vers 4. Psalm 98, angefangen in Vers 4. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen.
jauchzet vor dem Herrn, dem König. Alle Welt wird Christus letztendlich als den König anerkennen. Nicht unbedingt sofort. Da wird es zunächst noch Widerstand geben, aber letztendlich wird dies der Fall sein. Und wir sollen jauchzen und uns freuen darüber, dass Christus zurückkommen wird, um über diese Welt zu herrschen. Wir, die geistlichen Posaunen, müssen bereits heute diese Haltung der Freude reflektieren. Denken wir daran, wie das Volk Juda zur Zeit von Jeremia sich gefreut hat an diesem Posaunentag, weil sie das Gesetz verstanden und weil sie natürlich auch dann verstanden, dass sie es halten mussten. Wir sollen auch heute bereits diese Freude reflektieren, denn wir wissen, dass heute Gott bereits mit uns ist oder zumindest sein sollte. Nun, wir müssen auch daran denken, dass Schofars geblasen wurden, um Kunst zu tun, dass jemand zum König gekrönt wurde. Wie auch Christus, wenn er zurückkommen wird, als unser König, der Herr der Herren, der König der Könige, zurückkommen wird. Schauen wir uns diesen ersten Könige kurz an. Eine Stelle von vielen, wo gezeigt wird, dass Posaunen geblasen wurden, diese Schofars, wenn ein König gekrönt wurde. 1. Könige, Kapitel 1 und Vers 34. 1. Könige 1 und Vers 34. Und der Priester Zadok samt dem Propheten Nathan, sagt David hier, salbe ihn, Salomo, dort zum König über Israel und blast die Posaunen und ruft, es lebe der König Salomo. Und dies ist dann auch erfolgt in Vers 39. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo und sie bliesen die Posaunen und alles Volk rief, es lebe der König Salomo. Also hier wurden Posaunen geblasen, um die Krönung eines Königs zu verkünden. Nun, Salomo war natürlich ein Vorläufer Jesu Christi und sein physisches Friedensreich ein Vorläufer des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, wenn Christus, der König der Könige, hier auf Erden herrschen wird. So müssen wir also auch verkündigen, als diese geistlichen Posaunen, dass Christus der König ist, der über alle Welt herrschen wird. Es ist diese Botschaft, die wir der Welt kraftvoll verkündigen sollen. Und zwar so kraftvoll, dass es den Menschen durch Mark und Bein geht. Christus, der König über alle Welt, wird zurückkommen, um über diese Welt zu herrschen. Schofars wurden auch geblasen, um weitere wichtige Bekanntmachungen zu begleiten oder die anzukündigen. Nur eine Stelle hier in 2. Mose Kapitel 19, die zeigen, dass das Blasen von diesen Schofars, diesen Posaunen, sehr wichtig war, um die Bedeutung von Ankündigungen zu verdeutlichen. 2. Mose 19, schauen Sie, es geht hier darum, dass Gott begonnen wird oder beginnen wird, in kurzer Zeit nach dieser Ankündigung die 10 Gebote zu verkündigen. Und so lesen wir hier in 2. Mose 19, angefangen in Vers 16, als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Und das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Und der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune-Ton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Und dann im nächsten Kapitel, Kapitel 20, angefangen Vers 1, werden dann die 10 Gebote verkündigt. Das war also eine sehr wichtige Verkündigung, die durch den starken Hall einer Posaune begleitet wurde oder angekündigt wurde. Wir, die geistlichen Posaunen Gottes, müssen dann also heute auch verkündigen, dass Gottes Gesetz, die 10 Gebote, zu halten ist, dass sie heute noch Gültigkeit haben und was die Konsequenzen sind, wenn wir uns weigern, sie zu halten. Und ich meine jetzt alle 10 Gebote, inklusive das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Nicht den Sonntag, den Sabbat. Und so werden auch die jährlichen Festtage, wie der Posaunenfest, der Posaunentag, Sabbat genannt, wie wir das ja gesehen hatten, ein jährlicher Sabbat. Alle die sind nach wie vor heute zu halten. Christus kam nicht, um diese Gesetze abzuschaffen. Und wir lesen auch, dass in der Zukunft
Gottes Engel Posaunen blasen werden. Und diese Posaunen werden schreckliche Ereignisse ankündigen, die über eine sündige, gottfeindliche Welt hereinbrechen werden. Schauen wir uns dies kurz in Offenbarung an, und zwar in Kapitel 8. Offenbarung Kapitel 8 und angefangen in Vers 2. Einige sagen heute, ja, wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er all dieses Unheil zu? Nun, der Mensch schafft sich das Unheil selbst. Gott hat sehr große Geduld mit uns gehabt. Aber er sagt uns, der Zeitpunkt wird kommen, wo seine Geduld zu Ende ist, wo dieses Unheil, was der Mensch über sich bringt, ein Ende haben wird. Wenn er Christus zurücksenden wird, um diesem Unheil ein Ende zu bereiten. Und der Mensch wird nur eine Sprache verstehen zu diesem Zeitpunkt. Und diese Sprache wird hier verkündigt. Offenbarung Kapitel 8, angefangen in Vers 2. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Vers 6. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Vers 7. Und der erste blies seine Posaune. Und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Und alles grüne Gras verbrannte. Vers 8. Und der zweite Engel blies seine Posaune, und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Vers 9. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Vers 10. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und wie werden die Menschen hierauf reagieren? Vers 11. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und dann heißt es in Vers 12, dass der vierte Engel seine Posaune blies, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sterne, der dritte Teil des Mondes, der dritte Teil der Sterne oder der Sonne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen, der drei Engel, die noch blasen sollen. Und dann in Kapitel 9 und Vers 1 wird der fünfte Engel beschrieben, der seine Posaune blies. Und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Abgrund des, oder dem, zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und dann lesen wir in der ganzen Stelle hier über eine schreckliche Kriegsmacht, die auf Erden erscheinen wird. Und dann in Vers 13 heißt es, dass der sechste Engel seine Posaune blies. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Und er sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und hier wird dann eine andere Macht beschrieben, eine Kriegsmacht, die auf Erden erscheinen wird. Und dann wird natürlich dann letztlich in Offenbarung 11, aber da gehe ich gleich noch darauf ein, die siebte Posaune beschrieben, wenn der siebte Engel sie blasen wird. Also wir sehen, schreckliche Dinge werden hier auf Erden geschehen. Und dies wird alles während des Tages des Herrn geschehen, dieses Tages des großen Zornes Gottes, der noch kommen wird, so gewiss, wie morgen früh die Sonne aufgeht. Diese Posaunen werden buchstäblich von Engeln geblasen werden. Die werden diese schrecklichen Dinge ankündigen. Doch wir müssen heute bereits schon diese Ereignisse verkündigen, um deutlich zu machen, dass sie eintreten werden, um damit die Welt zu warnen, sodass sich vielleicht einige doch noch bekehren werden, um diesen schrecklichen Plagen entgehen zu können. Nun, Posaunen wurden auch geblasen, um bevorstehende Kriege anzukündigen. Und dies wird erneut in der Zukunft geschehen. Schauen wir uns kurz eine Stelle in Sephania an. Sephania, im Alten Testament, ziemlich zu Ende des Alten Testamentes. Sephania, Kapitel 1, angefangen in Vers 14. Des Herrn großer Tag ist nah, dieser Tag des Zornes. Er ist nah und eilt sehr. Horcht, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und wir lesen ja auch
das zum Zeitpunkt, als Josua Jericho eroberte, Posaunen geblasen wurden, die dann eben ankündigten, dass die Mauer der Stadt niederfallen würde. Und die Posaunen kündigten dann eben den Sieg an, der in diesem Krieg errungen würde. Denn schauen Sie, Gott gab Israel den Sieg über Jericho. Das ist ganz deutlich, denn die Stadt wurde ja auf übernatürliche Weise zunächst einmal den Israeliten geöffnet. Aber Jericho ist auch ein Symbol für unsere gegenwärtige, schreckliche Zivilisation, diese Welt, in der wir leben. Und Josuas Sieg und die Zerstörung Jerichos ist ein Vorläufer für die endzeitliche Zerstörung Babylons durch Jesus Christus, wie wir dies gesehen haben, der ja der neutestamentliche Josua ist. Sogar der Name Josua und Jesus ist ja der gleiche im Hebräischen. Jesus wird siegreich aus der Schlacht hervorgehen, in der das Tier, dieser militärische Führer, und der falsche Prophet, dieser religiöse Führer, ihn mit ihren Armeen bekämpfen wollen. Und das ist auch Teil der Botschaft, die wir heute als die geistlichen Posaunen verkündigen müssen. Und dann wurden Posaunen geblasen, um Freiheit zu verkündigen. Buchstäbliche Freiheit, aber auch, wie wir sehen werden, Freiheit von geistlicher Knechtschaft. Diese Posaunen wurden während eines sogenannten Erlassjahres geblasen. Schauen wir uns dies kurz in 3. Mose Kapitel 25 an. 3. Mose Kapitel 25, angefangen in Vers 8. 3. Mose 25, angefangen in Vers 8. Da heißt es, und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag, dem Fasttag Yom Kippur, der dem Posaunentag folgt. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Schauen Sie, den Leuten, die sich damals im alttestamentlichen Israel verschuldet hatten, die wurden dann von ihren Schulden frei, denen wurden ihre Schulden erlassen. Und jene, die sich eben aufgrund von ihrer Schulden in Sklaverei hatten verkaufen lassen, die wurden aus der Sklaverei befreit. Und so werden auch in der Zukunft jene, die aufgrund ihrer Sünden in eine buchstäbliche Sklaverei oder Kriegsgefangenschaft geführt werden, die werden hieraus befreit werden, wenn Jesus Christus zurückkommt und wenn die große Posaune Gottes erschallen wird. In Jeremia oder vielmehr in Jesaja Kapitel 27 wird diese große Posaune erwähnt. Jesaja Kapitel 27 und in Vers 13. Jesaja Kapitel 27 und Vers 13. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge zu Jerusalem. Sie werden aus buchstäblicher Sklaverei oder Kriegsgefangenschaft befreit werden. Doch sie werden auch aus geistlicher Sklaverei befreit werden, denn sie hatten sich ja durch die Abwendung von Gott und der Zuwendung gegenüber falschen Göttern in geistlicher Sklaverei befunden. Doch nun werden sie frei sein, den wahren Gott anzubeten. Um noch einmal auf Jericho zurückzukehren oder zu kommen, Jericho oder Jericho war ein Symbol für Sünde, für Tod. Alle, die dort lebten, starben aufgrund ihrer Sünde. Nur Rahab, die Hure Rahab nicht. Die hatte ja an Gott geglaubt, die hatte um Schutz gebeten, die hatte Schutz erhalten. Als die Posaunen am 7. Tage bliesen, da wurde ihr Leben bewahrt. Und so erinnert uns auch dann das Blasen der 7. Posaune, auf der wir jetzt noch kurz zu sprechen kommen werden, daran, dass auch wir in der Gewalt der Sünde waren. Dass auch wir, und wenn ich sage wir, meine ich wahre Christen, dass auch wir Sklaven des Todes waren und dass uns Gott von Sünde und von Tod befreien musste. Von unserem Jericho. Und dass uns Gott den Sieg über Sünde und Tod geben musste, indem er uns unsterblich machen wird in der Zukunft, indem er unseren sterblichen
verfallenden Körper des Todes in einen unsterblichen, unverweslichen Körper des ewigen Lebens verwandeln wird. Und das wird geschehen zum Zeitpunkt der letzten Posaune, der siebten Posaune. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Und angefangen in Vers 51. 1. Korinther, Kapitel 15 und angefangen in Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Die meisten verstehen dies nicht. Darum ist es ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle sterben. Der Tod ist ja nichts weiter als ein Schlaf, ein traumloser Schlaf, wie ihn die Bibel beschreibt. Wir werden aber nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Einige werden noch leben, wenn Christus zurückkommt, aber wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten, der siebten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen. Und die Toten werden auferstehen, die Toten, die in Christus gestorben sind, die werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Vers 54. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Schauen Sie, wer sündigt, der hat sich den Tod verdient. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz sagt uns, was Sünde ist und dass wir eben nicht sündigen sollen. Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus, der in uns lebt, befähigt uns, das Gesetz Gottes zu halten, sodass der Tod zunächst einmal auch insoweit keine Gewalt mehr über uns hat. Aber wenn Christus zurückkommt, dann werden wir verwandelt werden zu unsterblichem Leben und dann ist der Tod für ewige Zeiten für uns Vergangenheit geworden. Schauen wir uns auch 1. Thessaloniker Kapitel 4 an. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und schauen wir uns Verse 16 bis 18 an. 1. Thessaloniker Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, der ja auf die Erde zurückkommt. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wenn jemand heute stirbt in Christus, so wissen wir, dass er auferweckt werden wird zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Und das ist auch Teil der Botschaft, die wir als Gottes geistliche Posaunen heute dieser Welt verkündigen sollen. Sacharja Kapitel 9. Sacharja Kapitel 9. Und in Vers 14. Sacharja Kapitel 9 und Vers 14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Vers 16. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volks. Denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Eine Verwandlung zu geistigem Leben wird hier angesprochen. In Matthäus 24 wird näher auf dieses wunderbare Ereignis in der Zukunft eingegangen. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis dieser großen Trübsal, von der wir eben gesprochen haben, die so stark sein würde, dass, wenn Christus nicht eingreifen würde, alle Menschen vernichtet werden würden. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, oder wie es besser übersetzt sein sollte, unter lautem Posaunenschall, wie es die Menge Bibel hat. Angesprochen wird hier die siebte und letzte Posaune.
Er wird seine Engel senden mit lautem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und alle Menschen, wie es heißt, werden diese letzte Posaune hören. Jesaja Kapitel 18. Jesaja Kapitel 18 und Vers 3. Was für eine Zeit steht uns bevor. Eine schreckliche Zeit, jawohl, auf der einen Seite, aber dann aber auch eine wunderbare Zeit unserer Erlösung auf der anderen Seite. Jesaja Kapitel 18 und in Vers 3. Alle, die auf Erden oder die ihr auf Erden wohnt und in den Ländern lebt, wenn man das Banner auf den Bergen aufrichtet, so sehet. Wenn man die Posaune bläst, so höret. Oder wie die englische King James Bibel es übersetzt, wenn man dies tut, so hört ihr es. Alle, die auf Erden wohnen, ihr hört es. Nun kehren wir kurz zu der siebten Posaune zurück, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Wir hatten uns ja die ersten sechs Posaunen kurz angeschaut. Und hier in Offenbarung Kapitel 11, angefangen in Vers 15, wird nun die siebte Posaune beschrieben. Offenbarung 11 und Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, das sind also englische Wesen, die fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Vers 18, und die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten oder besser die Völker zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Darum ist Gott zornig, weil er sieht, wie der Mensch systematisch seine Schöpfung vernichtet. Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Schauen Sie, Vers 18 spricht davon, dass Christus die vernichten wird, die die Erde vernichten, und dass sein Zorn gekommen ist, weil die Völker zornig waren. Nun, er wird sie nicht für alle Zeit vernichten. Wir wissen ja auch, dass es noch eine weitere Auferstehung gibt. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, wenn die Völker wehklagen werden, wie wir gelesen haben, weil sie gegen Christus kämpfen wollen, muss natürlich Christus zunächst einmal etwas tun, um diesen Widerstand zu brechen. In Offenbarung Kapitel 16, in Offenbarung Kapitel 16, lesen wir, wie Christus dann mit den Menschen umgehen wird. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, diese ganze Passage hier zu lesen, von Kapitel 16, Vers 1 angefangen bis Vers 21. Aber da wird berichtet, wie Gott in seinem Zorn mit der sündigen Menschheit umgehen wird, indem er die sieben Schalen des Zornes Gottes über sie ausgießen wird. Nur das wird nach der Wiederkunft Jesu Christi geschehen, nachdem wir ewiges Leben erlangt haben, und zwar durch die Auferstehung oder durch die Verwandlung. Und dies wird eine Zeit sein, wenn Gottes Kirche wieder geboren werden wird. Schauen Sie, die meisten Menschen heute, die sich zum Christentum bekennen, die meinen, wir sind bereits heute schon wieder geboren, aber das ist ein Irrtum. Wir sind heute wieder gezeugt durch den Geist Gottes. Eine Zeugung, eine geistliche Zeugung hat stattgefunden. Die Wiedergeburt, die erfolgt allerdings erst, wenn wir verwandelt werden zur Unsterblichkeit. Denn es heißt ja, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Und nur wenn wir wieder geboren sind, dann sind wir Geist und können in das Reich Gottes eingehen. In Jesaja Kapitel 66 wird die Wiedergeburt der Kirche oder unsere Wiedergeburt beschrieben. Jesaja Kapitel 66, angefangen in Vers 5. Jesaja 66 und in Vers 5. Höre des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen und dass wir eure Freude mit ansehen, doch sie sollen zu Schanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt, horch, vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöten kommt, ist sie eines Knaben genesen.
Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in wen hat Zion, schauen Sie, die Kirche, ihre Kinder geboren? Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen? Spricht der Herr. Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn Jesus Christus wird ja in Jerusalem herrschen. Wir sehen also, dass sich das Posaunenfest mit der Rückkehr Jesu Christi befasst. Mit dem Zeitpunkt, wenn die Kirche Gottes hineingeboren werden wird in das Reich Gottes. Vollwertige Mitglieder, geistige Mitglieder der Familie Gottes werden wird. Und dies ist ein freudiges Ereignis. Und deswegen sollen wir uns an diesem Tage freuen. Obwohl wir natürlich auch eingedenk sind der Tatsache, dass schreckliche Zeichen, schreckliche Dinge noch kommen werden. In Lukas Kapitel 21 lesen wir die Verse 27 und 28. Lukas Kapitel 21, die Verse 27 und 28. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nun, dies kommt nach der Zeit der großen Bedrängnis. Die Menschheit, total von Gott abgeschnitten, geht ihren eigenen Weg, bis ihre totale Vernichtung auf dem Spiel steht. Doch dann wird Christus eingreifen, um den absoluten Massenmord der Menschheit zu verhindern. Ja, es wird Kriege geben, aber auch Gottes Sieg, sein Heil, sein Schutz für sein Volk. Es wird große Bedrängnis geben, eine große Trübsal, große Verzweiflung, aber auch große Freude bei dem Volk Gottes, wenn Christus, der König, zurückkommt. Es wird Bedrückung geben, Sklaverei, Kriegsgefangenschaft, doch auch Freiheit, wenn Gott sein Volk befreien wird. Und schließlich bei all dem Morden und Töten, dem Zerfleischen und Zerfetzen der Völker untereinander, wird es Unsterblichkeit geben. Wenn Gott seinem Volk das schenken will, was ihm von Anfang an verheißen worden ist, ewiges Leben in Gottes unsterbliche Familie, in seinem Reich, dem Reich Gottes, dann werden die Gerechten scheinen wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wir müssen also von daher heute individuell und kollektiv tun, was uns als den geistlichen Posaunen Gottes aufgetragen worden ist, sodass wir alle zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi die Worte unseres Herrn und Meisters hören können, wenn er uns gemäß unserer Werke belohnen wird und wenn er sagen wird, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht. Du bist selig, du bist gesegnet, weil ich dich das tun sehe, wozu du bestimmt warst. Du bist über wenigem treu geblieben. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für die Kirche des ewigen Gottes.